Willkommen, die Uhr schlägt. Wir sind zurück bei Minecraft Live in the Woods, allein in der Wildnis, in unserem schönen Haus. Und nach diesem gewaltigen Schock, oder für mich auf jeden Fall gewaltigen Schock letztes Mal, als wir gestorben waren, habe ich mir jetzt erstmal so ein bisschen Zeit genommen, habe ohne Aufnahme erstmal so ein bisschen Ordnung geschafft und du siehst an den Punkten auf den ersten Blick, wenn du unten guckst, 25 Punkte sind schon wieder da und zwei Hamburger schlummern in der linken Ecke. Wir hatten ja auch keine Hamburger mehr. Ich habe also wieder Hamburger besorgt. Ich habe hier auch noch einen Hamburger-Vorrat mir gemacht. Und nicht nur das. Ich habe wirklich richtig aufgeräumt. Ich zeige das mal gerade so ein bisschen. Also hier sind Hamburger. Das Ding ist komplett voll. Da sind 8x4 Hamburger drin. Dann habe ich hier Fleisch geholt. Ich bin auf eine Kuhweide gegangen und habe erstmal schön Fleisch geholt. Habe also die so ein bisschen Kühe gemetzelt jetzt. Wobei, ja, das geht eigentlich noch. Also es sind noch ziemlich viele Kühe übrig geblieben. Ich habe auch ordentlich gefüttert, dass auch noch ziemlich viele Kälber bei rausgekommen sind. Also da merkt man erst, wie viel so eine Kuhweide hergeben kann. Also ich habe da wirklich, wirklich, wirklich viele Tiere rausgeholt, weil wir auch einfach was brauchen. Wir haben lange nicht mehr gesammelt und lange nicht mehr Fleisch geholt. Das musste einfach mal sein. Teilweise habe ich auch gebratenes Fleisch mitgenommen. Das Schwert, was wir haben, das grillt die Viecher gleich. Also da hat man sofort gebratenes Fleisch. Ich wollte aber gerne rohes Fleisch für die Hamburger haben. Das haben wir dann halt auch besorgt. Und deswegen geht es uns jetzt erstmal wieder gut. Wir haben natürlich keine besonders tollen Speisen hier. Es beschränkt sich im Moment im Wesentlichen auf Hamburger. Aber das wird sich bald ändern, denn wir haben inzwischen so viel gesammelt. Und es kommt noch so viel hinzu. Ja, zum Markt kommen wir gleich auch nochmal. Ich habe auch noch jede Menge Kommentare, wo ich noch drauf eingehen möchte. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Rucksack mal komplett leer gemacht. Wenn man das jetzt sieht, hier oben ist nur noch dieses Heart of Darkness drin. Ich glaube, das hat dieses Zombie-Pferd gedroppt. Was man damit machen kann, weiß ich noch nicht. Ich wollte das einfach nur erwähnen, deswegen war es da jetzt noch drin. Ich packe es in diese Truhe hier rein, wo auch dieser Wild Rice drin ist. Also Reis zum Anbauen eventuell. Wir können hier also unter Umständen, wenn wir Lust drauf haben, wenn die Fläche da ist, können wir irgendwo da hinten auch Reisfelder anlegen. Das würde vielleicht auch ganz gut passen, weil ja der Sumpf beginnt. Achso, das vielleicht nochmal am Rande. Ich habe mir überlegt, dass wir unter Umständen in dem Bereich, wo wir ja auch noch Terraforming machen wollten, wenn wir jetzt eine richtig gute Schaufel haben, womit wir die Erde so wegmetzeln können, dann ist es sicherlich gut, wenn wir da oben so ein bisschen und so ein bisschen in diese Richtung weiter ausbreiten. Da, wo jetzt die Birken stehen. Die sind in der Zwischenzeit jetzt schon mal gewachsen. Wir brauchen ja Birkenholz für unser Haus. Das machen wir ja auch noch fertig. Das haben wir ja gesagt. Der Plan steht ja nach wie vor. Das kommt also alles noch. Aber dieser Bereich wird auf Dauer irgendwie bebaut werden. Was dahin kommt, weiß ich noch nicht. Was jetzt noch ansteht, ist diese Truhe. Die müssen wir noch umräumen von einer in die andere. Das heißt, alle Sachen, die hier drin sind, sollen eigentlich in diese Truhe rein. Und wenn möglich noch einige Sachen in den Keller, in die Schubfächer. Und auch da habe ich richtig aufgeräumt. Hier ist nichts mehr drin in dem Überlauf. Der war fast brechend voll. Ich habe also jetzt überall nochmal zusätzlich was einsortiert. Das war Beton. Da gibt es auch drei verschiedene Sorten. Irgendwie, was haben wir denn hier? Ganz normaler Beton. Dann haben wir Beton nochmal, der irgendwie heller ist. Teilweise verwitterter Beton ist hier auch irgendwo. Also drei verschiedene Betonsorten, die ich da noch zusortiert habe. Dann haben wir hier Muscheln, Knochen, Schädel, Rippen und so weiter. Chitin, Jute, Fibre, Leinen. Also das alles ist in dieser Kategorie. Da unten sind die Snake Eggs von der Schlange, die uns fast umgenietet hätte. Hat sie aber nicht geschafft. Hat sie nicht geschafft. Wir haben knapp überlebt. Hier ist noch ein bisschen Holz reingekommen. Hier habe ich noch etwas angereichert. Also Holz hat sich auch noch etwas ausgedehnt. Wir hatten ja Hekurholz und Mangrovenholz gesammelt auf unserer kurzen Tour. Hier habe ich die Feengläser einsortiert, das Eisen. Eisen. Hier oben ist noch ein Eisenblock. Übrigens war ich bei den Federn ganz erstaunt. Die Federn hatten auch noch keinen Platz. Die haben wir jetzt erstmal hier reingenommen. Wahrscheinlich, weil ich alle Federn, ja gut, die habe ich vorher irgendwann alle verwendet. Da war also auch noch kein Platz vorhanden. Ansonsten fängt das jetzt an, dass diese Fächer langsam immer voller werden, also diese kleinen hier. Wir haben schon dreimal Kohle jetzt, drei Kohlefächer, was natürlich totale Platzverschwendung ist. Auch da müssen wir auf Dauer nochmal ran. Ich habe mir überlegt, bei den Upgrades, die ja möglich sind, Upgrades, ich glaube, dass das Sinnigste, wenn ich richtig schreiben könnte, das gibt es jetzt gar nicht. Das sinnigste Upgrade, diese ganzen Upgrades, die wir hier haben. Upgrade-Schablone ist klar, dann haben wir hier das Zweifach-Upgrade mit Zweifach-Speicher, Dreifach- und Fünffachspeicher, das geht natürlich noch weiter bis zu 8-mal
Und 13 Mal. Also für 13 Mal braucht man dann schon Smaragde. Smaragde sind ja sehr, sehr rar gesät. Die bekommt man ja nicht so häufig. Da müsste man entweder mit Dorfbewohnern handeln oder halt das Glück haben, dass man irgendwo in einer Höhle unter einem Berg ist, wo die dann häufiger auftauchen. Diamanten ist auch immer eine kostbare Sache, wissen wir ja. Aber was ich schon sehr interessant finde, ist dieses Obsidian. Also fünffach Speicherplatz mit Obsidian, das finde ich schon ziemlich cool. Obsidian ist zwar schwierig abzubauen, ist aber nicht unter Umständen ultra selten vorhanden. Also man kann schon Obsidianfelder finden, die größer sind und man kann sie auch künstlich erzeugen, ist klar, mit Wasser. Wenn die Lava stehend ist und nicht fließt, dann geht das halt auch. Und deswegen finde ich Obsidianfächer ziemlich interessant und sollten wir vielleicht auf Dauer in diese Richtung hinarbeiten. Also fünfmal dem Grundwert, das ist natürlich auch eine Kapazität, die muss man erstmal vollkriegen. Damit hätten wir die Kohle auf jeden Fall locker versorgt und alles andere, was hier doppelt vorkommt, auch dieses Packeis hier, alles das Problem wäre gelöst. Jetzt sehe ich gerade, hier ist Papier. Ich hatte hier an dieser Stelle Bücher einsortiert. Dann macht es sicherlich Sinn. Jetzt müssen wir natürlich nochmal aufschließen hier. Gut, dass wir den Schlüssel immer dabei haben. Auf- und abschließen, das kommt jetzt gelegentlich vor. Da sollten wir diese Bücher vielleicht einfach mal in diese Ecke packen. So richtig glücklich bin ich mit der Sortierung hier noch nicht, aber es ist erstmal ein Anfang und das hat doch schon mal was für sich. So, ansonsten, wie gesagt, gesundheitlich geht es uns wesentlich besser. Wir hatten zwar schon 42 Punkte vor unserem Tod, aber mit 25 kommt man auch schon mal wieder weiter. Ach, das Klemmbrett hängt hier auch noch. Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Klemmbrett. So, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich einmal ganz kurz auf so ein paar Kommentare eingehen. Als ich draußen in dieser, ja, auf dieser kleinen Anhöhe in der Nähe von dem See Erde und Bäume abgebaut habe und so Bäume gefällt habe natürlich, bin ich so ein bisschen ins Erzählen gekommen. Habe von meiner Kindheit etwas erzählt, von Birken, dass ich früher eine eigene Birke hatte und so weiter. Und hatte dann freundlich gebeten, Mensch, wenn ihr was habt, wenn du was hast, schreibt doch mal ein bisschen was rein in die Kommentare. Und da kam tatsächlich was. Ich habe mich echt gefreut. Ein Kommentar dabei, ich lese ihn einfach mal vor. Nun hast du aber richtig Kahlschlag betrieben. Dabei fällt mir eine Erinnerung von meiner Kindheit ein. Ich war ungefähr 11 Jahre. Damals waren meine Eltern in der Forstwirtschaft beschäftigt. Als meine Mama krank war, hat mein Vater mich in den Wald mitgenommen und ich habe ihm geholfen, Tannen zu pflanzen. Ich hatte mir vorgenommen, wenn ich groß bin, schaue ich mal, wie groß diese Lichtung geworden ist. Leider sind wir dann ein Jahr später umgezogen und somit konnte ich nie in dieses Wäldchen zurückgehen. Ich wüsste auch gar nicht mehr genau, wo das war und außerdem wohne ich viel zu weit weg von meiner Heimat. In Kindertagen. Also, sehr schöner Kommentar. Ein anderer Kommentar zu diesem Thema hat mich auch noch ereilt, und zwar, meine Cousins und ich wohnten direkt nebeneinander und unsere Gärten waren verbunden, ohne Zaun dazwischen. Wir haben im Sommer oft im Garten, im Zelt übernachtet, auch sonst haben wir die wildesten Spiele gespielt. Einmal wollten wir einen unterirdischen Gang graben, nach 20 Zentimetern Tiefe haben wir aber schon aufgegeben. Der erste Kommentar kam von Hanne, der zweite von Marisa. Schönen Dank euch beiden für diese schönen kleinen Geschichten aus Kindertagen. Das ist doch eine tolle Ergänzung zu dem, was ich erzählt habe. So, ansonsten sind noch so ein paar interessante Sachen, so Tipps für Crafting-Rezepte gekommen, aber ich denke, das machen wir ein bisschen später, da gehen wir ein bisschen später drauf ein. Jetzt geht es erstmal darum, das Haus fertig zu bekommen, denn das steht ja nun einfach mal an. Wir wollen das ja auch fertig haben, wir wollen ja auch neue Dinge anfangen und dafür müssen wir halt ein schönes Haus haben. So, ich dachte, es wird dunkel, aber irgendwie ist es das noch gar nicht. Aber ein bisschen dunkler ist es schon geworden, ne? Wir haben übrigens so viele Pferdesattel, wo ich gerade die Pferde draußen sehe. Ich glaube, wir müssen diese Pferde wirklich mal richtig hier einen nach dem anderen besatteln und vielleicht auch noch. Die ganzen Fallen sind hier auch noch. Oh mein Gott. Wie lange habe ich da schon nicht mehr reingeguckt? Da ist ja auch nichts mehr drin. Wie lange haben wir hier schon nichts mehr gemacht an dieser Pferdeweide? Alle Pferde sollten, ja, könnten Sattel bekommen. Also wir können auf jeden Fall, satteltechnisch sind wir bestens ausgestattet. Aber ich habe noch ein paar andere Pläne, die erzähle ich jetzt aber noch nicht. Womit wir so ein bisschen anfangen können eben noch, so ein bisschen, dass wir so ein bisschen ans Aufräumen kommen. Diese ganzen Sachen, die erstmal rüberräumen, die andere Truhe, das wäre doch mal was. Und dabei überlegen, Moment mal, diese, ach nee, das sind die benannten Namensschilder. Moment, das noch nicht, das hat noch keinen Namen. Dieses Henritte-Namensschild, das, ja, weiß ich auch nicht.
Ist natürlich ein Schreibfehler. Ah, das kann auch rein. Diese Loren würde ich auch gerne einsortieren. Muss ich gerade mal überlegen. Fischfallenköder. Ach ja, mit den Ködern hat mich auch noch ein Kommentar ereilt. Der Köder kommt natürlich in die Falle. Ich hatte, glaube ich, die Frage gestellt irgendwann mal, was macht man mit dem Köder? Wie kann man den anwenden? Logische Schlussfolgerung, hätte ich auch selbst drauf kommen können. In die Falle natürlich damit. So, dieses Namensschild müsste eigentlich so einsortiert werden. Henritte wahrscheinlich nicht, aber das geht auf jeden Fall weg. Die Lore würde ich auch gerne einsortieren. Dann können wir gleich die andere holen. Lore, Lore, Lore. Rucksäcke. Unsere umhergeisternde Seele, weiß ich auch nicht. Trank der Unterwasseratmung. Wir haben auch noch kein Labor, ne? Das muss auf jeden Fall erstmal alles hier rein. Ward Iron Fans, weiß ich nicht. Lore kommt da rein. Jetzt wird es aber dunkel. Jetzt merkt man es richtig. Den können wir nicht einsortieren, dieses Feuerzeug. Weil es schon benutzt wurde. Es würde dann wieder in ein anderes Fach einsortiert werden. Das kommt hier rein. Aschehaufen. Keine Ahnung. Also ein Aschehaufen kann ja eigentlich auch in den Keller. Ne? Was soll ich hier mit dem Aschehaufen hier oben? Ist auch völlig egal. Oh, jetzt wird es richtig dunkel. So, die Burger packen wir erstmal hier hin. Goldene Karotten. Auch hier rein. Latrine-Tool. Ach komm. Nicht so viel überlegen, einfach hier reinpacken. Ziel ist natürlich auch, diese Truhe auf Dauer ein bisschen leerer zu bekommen, dass es nicht mehr so ganz voll ist. Oh, jetzt ist es aber auch schon dunkel. Da, 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 da. Übrigens, mit diesem Frozen Bubble kann man auch im Rahmen von Ender irgendwas machen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe es letztes Mal nachgeguckt, wofür diese Frozen Bubble eigentlich da ist. Können wir uns vielleicht gleich mal irgendwie angucken. Bevor wir das wieder vergessen. So, alles rein hier. Eisensense nicht. Die ganzen Rucksäcke natürlich. Ich mache das jetzt erstmal so ein bisschen herzlos und unsortiert. Leeres Rezeptbuch. Das würde ich auch, glaube ich, gerne oben in die Schreibstube stellen. Gastträne. Die würden wir einsortieren, wenn wir ein Labor haben. Rucksack. Wie gesagt, lieblos. Hallo? Lieblos kommt das erstmal in die Truhe rein. Das nehmen wir auch noch mit. So, alle Rucksäcke sind ja leer. Wir sind im Grunde genommen bereit für die nächste Reise. So, sortieren wir die jetzt noch ein bisschen oder nicht? Also das ist der Werkbank-Rucksack. Das ist ja eine andere Art von Rucksack. Den packen wir dahin. Ansonsten sieht das jetzt eigentlich ganz gut. Achso, die Kompasse müssen auch noch weg. Zwei Stück. Warum wir zwei haben, weiß ich auch nicht. Eisensense. Das muss auf jeden Fall in den Keller. Und das Rezeptbuch kommt auch weg. Ansonsten bin ich jetzt fast glücklich. Hier ist alles raus. Das können wir abreißen. Das alles mögliche Schild auch. Das nehmen wir dann einfach mal mit. Tun hier rein. Holz behalten wir. Hier ist auch noch ein bisschen Erde, was wir noch gebrauchen können. Den Schlüssel behalten wir auch. So, die Eisensense packen wir hier unten rein. Boah, ist das schön, wenn alles wieder ordentlich ist. So, jetzt haben wir hier Sense und Hacke, glaube ich. Die Unterscheidung ist ein bisschen schwierig. Da haben wir noch eine Steinsense, die hat irgendein Viech gedroppt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dieses Rezeptbuch, gucken wir nochmal eben gerade rein. Vielleicht speichern wir da auf Dauer auch noch ein bisschen Rezepte. Wenn wir mal zum Schreibmokel werden und ein bisschen länger uns in unserer Schreibstube aufhalten, ist das sicherlich nochmal ein Thema. Ich würde jetzt jedenfalls das Rezeptbuch erstmal hier reinlegen, keine Ahnung. Da haben wir noch den Atlas, da haben wir das leere Rezeptbuch, da haben wir dieses Samurai-Buch und drei Atlanten, die alle gleich sind, die wir auch bestimmt noch reichlich verwenden werden. Also die Schreibstube ist schon so ein bisschen hochwertig, auch wenn, also individuell auf jeden Fall von den Büchern her. Diese Bücher kriegt man nicht einfach so, sondern muss man schon ein bisschen für sammeln und ein bisschen was für tun, damit die auch vom Atlas her so aussehen, wie sie aussehen. Ich finde es sehr schön. Okay, nachdem wir nun alles einsortiert haben, die Truhe hier inzwischen auch weg haben. So, das finde ich jetzt auch nicht mehr schön. Das reißen wir jetzt auch einfach mal ab. Das kommt unten in unsere Werkstatttruhe, wie ich sie jetzt einfach mal nennen möchte. Unsere Werkstatttruhe, wo wir Leinwände drin haben, wo wir irgendwelche Rahmen drin haben und wo jetzt auch diese Kartenrahmen reinkommen. Also Gemälderahmen und Kartenrahmen, das ist alles unten in dieser Truhe hier. Ist auch noch keine Endlösung. Ach so, was ich noch sagen wollte, wo wir gerade hier stehen. Hier habe ich auch rumgewerkelt. Ich habe mich erstmal rüstungstechnisch komplett neu ausgestattet hier. Ich habe eine Samurai-Rüstung angelegt, die ich hier erst ein bisschen aufheben wollte. Aber ich habe mir gedacht, nimm sie jetzt einfach mal. Ist jetzt auch völlig egal. Und
hab halt andere Sachen, die so ein bisschen schrottiger waren, die habe ich so ein bisschen vereint, dass wir nicht so viel halb kaputte Bögen haben. Von Schwertern haben wir inzwischen auch relativ viele. Also das sammelt sich hier doch inzwischen an. Hier hängt ja auch noch ein Schwert da unten. Also an Eisenschwertern haben wir im Moment genug. Hier ist auch noch eins drin. Aber jetzt geht das los. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett und dann machen wir uns gleich nochmal auf den Weg in den Keller, um dieses Haus jetzt endlich weiterzumachen. Das soll richtig schön werden. Was ich noch vergessen habe auf dem Weg nach unten, ist der Markt. Da kam auch noch ein Kommentar von Hanne. Schönen Dank übrigens dafür. Der Markt hat wirklich, wirklich sehr interessante Dinge zu bieten. Oh, das Upgrade machen wir hier mal weg. Der Markt ist nämlich so, man kann hier mit Smaragden einkaufen. Das hatten wir schon gesehen. Ich habe bisher nur die ersten Sachen durchgeklickt. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken, wo das hier anfängt. Oh, jetzt klicken wir hier alles durch. Ich wollte doch einfach zurück. Genau, hier sind die ganzen verschiedenen Samen, die wir hatten. Wir hatten Tomatensamen, also wir haben Algensamen, Tomatensamen, alles Mögliche. Wenn uns hier noch was fehlen sollte, was uns einfällt zwischendurch, dann können wir uns also mit ein bisschen Investition an Smaragden auch die richtigen Samen holen. Aber nicht nur Samen, denn ich habe letztes Mal nicht weit genug weitergeklickt. Es gibt nämlich auch die unterschiedlichsten Setzlinge hier. Zum Beispiel Kirschsetzling. Heiß ersehnter Kirschsetzling. Wir haben noch keine eigenen Kirschen. Das wäre eine Sache gewesen, das hätte mir einfallen müssen, als wir oben auf dem Berg waren mit den ganzen Bäumen. Denn ich wollte ja ein sehr möglichst vielfältiges Feld an unterschiedlichsten Bäumen da oben haben. Und das haben wir ja, das haben wir ganz gut geschafft. Wir haben die Fläche auch relativ gut ausgenutzt. Viel mehr hätte oben auf dem Berg gar nicht Platz gehabt. Aber trotzdem finde ich es jetzt nice, hier einfach mal eben durchzugehen, was es hier für Setzlinge gibt. Kastaniensetzling, Muskatsetzling, also praktisch alles, was es gibt. Birnensetzling, Pflaume, vieles haben wir ja schon selbst. Walnüsse glaube ich noch nicht, Ghostberry zum Beispiel nicht. Eichensetzling ist klar, Birke. Diese ganz normalen Setzlinge, Aprikose haben wir zum Beispiel, Cashew, da war irgendwo ist auch Banane aufgetaucht, da ist Banane und so weiter, Dattelpalmsetzling, also es ist schon sehr cool, Drachenfruchtsetzling, Duriansetzling, viele Früchte kenne ich gar nicht, auch vom Hören her nicht, Grapefruit, Zitrone ist klar, das sind die bekannten Früchte, Limette, Mango, Olive. Ich muss jetzt einfach mal eben ein bisschen durchklicken. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen schauen, was es hier so alles gibt. Orangensetzling, Papaya-Setzling, Pfirsich. So, jetzt Pekannuss, Pfefferkorn. Wenn man sowas mal brauchen sollte, ne? Wenn wir irgendwelche Rezepte haben, wenn wir was ganz Tolles machen wollen und wir haben diese Frucht einfach nicht, dann könnte man sie besorgen. Granatapfel, Sternfrucht, Vanille. Meine heißgesuchte Vanille kostet mich 3 Smaragde. Wir haben übrigens 16 Smaragde im Keller. Ich habe schon geguckt. Also ich müsste dann hier Smaragde reinlegen und das dann kaufen. Und Vanille, ich glaube, das werde ich mir besorgen. Aber was wir auf jeden Fall noch haben müssen, Papierrindensetzling, Tropenbaum, Akaziensetzling, Ahornsetzling, viele von diesen Sachen, die wir jetzt nicht haben, die können wir natürlich auch selbst noch machen. Erschaffe Kuh. Ich gucke gerade mal, was hier sonst noch so alles ist. Erschaffe Pferd. Knochenmehl. Aha, mit 3 Smaragden. Naja, das wollen wir ja nicht haben. Das ist ja Unsinn. Spargel. Ich glaube, Spargel haben wir zum Beispiel noch nicht. So, hier geht es jetzt wieder mit den Samen los. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ist ein Eukalyptus-Setzling. Der hat nämlich so schönes grünes Holz. Eukalyptus haben wir nämlich auch noch nicht gefunden. Ist auch noch so eine Sache, die ich gerne haben möchte. So, jetzt, das gehen wir jetzt aber nicht alles durch hier. Nochmal einmal zu den Setzlingen. Vielleicht finden wir da ja was. Also den Eukalyptus-Setzling habe ich jetzt nicht gefunden. Boah, wie viele unterschiedliche Sachen es hier gibt. Weizenkörner, Melone. So, da sind wieder die Setzlinge. Apfelsetzling und so weiter. Also, hier sind... So, jetzt reicht's. Ich will dich jetzt hier auch nicht langweilen. Also, ich habe den Eukalyptus-Setzling jetzt nicht gefunden. Wir können aber vielleicht noch mal ein bisschen konzentrierter auf Dauer schauen, was wir jetzt brauchen, ist... Oh, ist das schön, wenn man satt ist, ne? Wenn man mal wieder richtig satt ist, von Burgern überflutet. Burger sind ja nicht so gesund, ne? Ach so, hier habe ich übrigens eine Überlauftruhe hingestellt. Hatte ich das eben schon erwähnt? Weiß ich gar nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Überlauftruhe für die Sachen, die jetzt hier einfach keinen Platz mehr haben, weil wir diese Schubfacherweiterung noch nicht haben. Wenn wir das nächste Mal irgendwo in der Nähe von Lava sind, von einem Lavasee,
müssen wir auf jeden Fall Obsidian abbauen. Und zwar nicht ganz wenig. Wir wollen nämlich viele Fächer. Oder ich sag mal, Stück für Stück hier so ein bisschen upgraden mit den Fächern. Alle werden wir nicht schaffen. Wir brauchen nämlich, wenn man hier nochmal reinguckt, in das Fach mit Rechtsklick. Dann braucht man für das Rezept, nee, Moment, das wollte ich gerade anders nachgucken. Upgrade. Braucht man nämlich 4-mal Obsidian für jedes Upgrade. Da kommt ein einziges Upgrade bei raus. Ein Speicher-Upgrade braucht man 4 Obsidian. Das bedeutet, für ein Schubfach 4 Obsidian. Bei diesen ganzen Schubfächern kann man sich ausrechnen, was wir hier an Obsidian brauchen. Das ist relativ viel. Und wir haben im Moment nur 5 Obsidian. Ich meine, wir könnten ja mal spaßhalber mal anfangen, ne? Wenn wir sowieso 5 Obsidian haben, können wir einfach mal 4 da rausholen, ne? Wieso auch nicht? Haben wir nicht noch Upgrades in unserer Ranzschublade? Dann könnten wir diese blöde Überlauftruhe abbauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Upgrade. Da oben reichlich Upgrade-Schablonen. Bis zum Abwägen. Wir brauchen allerdings nur eine jetzt. Nur eine Upgrade-Schablone. Boah, ist das viel. Wir haben hier noch so viel. Hier unten sind auch noch Birkenschubfächer, die wir oben in die Küche bringen wollen. Das könnten wir eigentlich auch bei der Gelegenheit mal eben machen. Nicht, dass wir das vergessen oder die neu produzieren, weil wir vergessen, dass wir die haben. So, wie geht das jetzt hier? Upgrade-Schablone haben wir. Was brauchen wir noch? Ach, Stöcker, unsere leichteste Übung. Unsere gehört jetzt inzwischen wieder zu unseren leichtesten Übungen, weil wir Holz genug haben. Also nehmen wir einfach mal so ein bisschen stockmäßig was aus den Schubfächern raus. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Upgrade. Obsidian. Unser erstes Mal, dass wir dieses 5-fach-Upgrade herstellen oder überhaupt Speicherplatz herstellen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Speicher-Upgrade. Zack. Da haben wir es. Ein 5-fach-Speicher-Upgrade für dieses Fach. So, jetzt mache ich das mal eben auf. Jetzt lege ich das da rein. Zack. Ach, das verändert die Farbe sogar. Das kann man nachher unterscheiden. Das ist ja cool. Die anderen würden natürlich dann dementsprechend andere Farben haben. Gelb und weiß und sehr nice. Dann können wir ja jetzt hier umschichten. Wo ist denn erstmal den Schlüssel? Cool. Das ist eine coole Nummer, ist das. Hier ist auch noch Kohle drin, sehe ich gerade. Oder was ist das? Nee, Holzkohle ist das, glaube ich. Holzkohle, genau. Also raus. Guck mal, was da drin ist. Guck mal, was da drin ist. So, da rein. Und es geht. Raus hier. Alles raus. Auch wieder so viel. Rein da. Es geht alles rein. Wir haben also jetzt an Kohle 17 mal 64. Unglaublich. Zuschließen. Zack. Das ist doch richtig klasse, ist das doch. Also mit so einer Erweiterung, damit können wir doch richtig umgehen. Wir haben jetzt übrigens gerade, weil es ja 17 mal Kohle ist, eine Einheit ist ja 8. Also 16. Wir haben jetzt gerade mal etwas über 2. Das Zweifache ausgenutzt. Wir können also noch sehr, sehr viel mehr machen. Fünffach ist schon wirklich eine ganze Menge. Und ich finde, Obsidian kann man dafür ruhig opfern. So viel Obsidian braucht man sonst nicht. Auf jeden Fall für unsere Zwecke im Moment nicht. Auch diese Erde-Geschichte hier. Was für ein Unsinn, dass wir hier 2 Fächer Erde haben. Da passt sowieso schon so viel rein. Hier oben 26 mal 64 sind da drin. Ich gucke gerade mal eben. Ich nehme... Ach, das machen wir auch nochmal eben. Also jetzt bin ich gerade so ein bisschen hier im Aufräumwahn. Wahrscheinlich nicht möglich sein, die alle da reinzustopfen, oder? Nein, geht leider nicht. Da müssen wir... Ja. Ist auch egal, komm. Das da oben ist jetzt brechend voll. 32 mal 64. Aber auch das schreit auf Dauer nach einer Erweiterung. Erde hat man ja immer in rauen Mengen vorhanden. So, jetzt geht's weiter nach oben in die Küche, wo wir nochmal unsere Schubfächer anschließen wollen. Also ich denke, das... Macht sich hier wirklich sehr gut, wenn wir die hier einfach anschließen. Wir brauchen nämlich jede Menge Platz für das chinesische Essen. Ich wollte hier ursprünglich um die Ecke bauen. Ich bin mit mir noch so ein bisschen am Hadern, ob dieser Tisch hier auf Dauer stehen bleiben soll. Im Moment möchte ich aber ganz gerne noch darauf verzichten. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hätten wir jetzt vom Platz her. Mehr möchte ich hier jetzt erstmal nicht hinstellen. Eine Möglichkeit wäre noch, wenn man jetzt das Essen hier einsortiert... Können wir das doch jetzt eben machen, ne? Das sind schon sehr, sehr viele unterschiedliche Gerichte hier. Das da oben, das sind diese Sonderlocken hier mit den Heidelbeeren und dem Spinat.
Zimt war auch eine Sonderlocke, aber alles andere sind diese chinesischen Spezialitäten, die wir jetzt einfach mal einsortieren werden. So, das kommt nach oben. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das sind Sachen, die haben wir nicht im Überlauf. Also die haben wir nicht, dafür haben wir noch keinen Platz. Reissuppe, zack, da oben rein. Jetzt müssen wir mal eben gerade schauen. Rückt das jetzt automatisch nach? Ingwerhähnchen. Fuxomati, was immer das ist. Chili. Chili. Chai-Tee. Also es kommt jetzt hier alles oben rein, diese ganzen Gerichte. Meine, das sind ja nur chinesische Gerichte, die wir aus dem Tempel haben. Aber es vermittelt einem schon ein Gefühl dafür, was alles möglich ist. Wenn das nur eine ganz bestimmte Kochrichtung ist, die wir jetzt hier gerade einsortieren, dann kann man sich vorstellen, was da noch alles so kommt. So, das sieht mir so ein bisschen ähnlich aus. Hier gebratener Reis. Oh, rohe Garnelen. Meine Güte. Was mache ich bloß mit diesem ganzen Krempel? Wir haben gar nicht den Platz dafür, um das alles einzusortieren. Milchkaffee. Der kommt auch woanders hin, oder? Den sortieren wir nicht hier ein. Reis. Ich mache es jetzt mal hier. Geht nicht in den Überlauf. Geht nicht in den Überlauf. Und mal eben kurz den Trichter anklicken. Na toll! Wieso? Wieso geht der da rein? Ist das zu weit weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das könnte schon fast, das dürfen, glaube ich, nur. Lass mal eben gerade ausprobieren. So, weg ist er. Im Überlauf ist er nicht. Hat sich da einsortiert. Wieso zum Geier? Was ist hier Phase? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Was muss ich hier nochmal umbauen? Oh nee, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt echt nicht nochmal umbauen hier. Ist das jetzt zu weit weg oder was? Wenn ich ihn jetzt hier einsortiere, wie sieht denn das dann aus? Moment, jetzt habe ich hier den ganzen Reis einsortiert. Der Platz ist vorhanden. Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt los? Wieso geht das jetzt nicht? Hat sich jetzt doch einsortiert. Ich mache das jetzt mal so. Ich mache jetzt mal eine Einheit. Packe ich da jetzt mal rein. Wie das dann funktioniert. Aber irgendwie funktioniert das gerade überhaupt nicht. Den nehmen wir erstmal wieder raus hier. Schlüssel. Da muss irgendwie unten drunter noch was sein. Das ist einfach das Nervige. Ne? Das sind so Sachen, die mich echt nerven. Wo man wieder nicht weiß, was ist denn da los? Lass uns nochmal eben gerade gucken. Was ist hier Phase? Ach, das Rindfleisch verstopft hier alles.